Wahlabend in Neustadt in Sachsen. AfD-Anhänger nennen diese Kneipe ihr blaues Wohnzimmer. Heute feiern sie hier Steffen Janich, der klar das Direktmandat für die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge geholt hat. Lieber Steffen, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Freunde, Sachsen wählt konservativ und das sind wir. Das ist die Sächsische Schweiz, das Erzgebirge. So wollen wir das haben. Mehr als 50.000 Stimmen hat der Polizist bekommen. Seine 33% liegen zwar unter dem Wahlkreisergebnis von Frauke Petri vor 4 Jahren, doch die Gegend in Ostsachsen steht für den Trend. Blaue Hochburgen im südlichen Ostdeutschland. Diesmal hat die AfD dort sogar 16 Direktmandate geholt. Die Zweitstimmenergebnisse zeigen: Im Westen hat die AfD deutlich weniger Zustimmung, Tendenz sinkend. Im Osten hat sie flächendeckend eine große und treue Wählerschaft. Im Verhältnis bleibt sie hier mehr als doppelt so stark wie im Westen. Im Vergleich zu 2017 haben sich die Zahlen in den ostdeutschen Ländern kaum geändert. Die Werte bleiben hier relativ stabil. Am Stammtisch erfahren wir, was Janichs Anhänger zur AfD gebracht hat. Seit der Wende schon ging ja diese Schere immer weiter auseinander. Gerade bei uns arbeiten sehr viele im Mindestlohnsektor. Ich kenne Kollegen, die halt die letzten Jahre in Rente gegangen sind und eigentlich gerade in Dresden zum Beispiel die Miete nicht mehr bezahlen können. Und das finde ich eigentlich das Gruseligste. Ich bin seit 5 Jahren im Krankenstand. Ich habe so einen Hirnschlag gehabt und muss sagen, mir wird dann keine Unterstützung gegeben wie anderen Leuten, die einfach ins Land reinkommen. Es kann doch nicht sein, dass hier jeder auf Kosten von Deutschland lebt, na, die dann einfach sehen, naja, ich habe ja mehr mit dem Geld, wenn ich zu Hause bleibe, als wenn ich arbeiten gehe. Und das kann nicht sein. Frust über soziale Probleme und die Ablehnung von Ausländern, die es in der Sächsischen Schweiz kaum gibt. Neu ist das nicht. Seit Jahren zeigen Studien, dass die Zustimmung zu fremdenfeindlichen und autoritären Positionen im Osten weiter verbreitet ist. Zum Beispiel: Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Dieser Aussage stimmt im Osten fast jeder Fünfte zu, im Westen nur jeder Zehnte. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Diese Ansicht teilt im Osten jeder Siebte, im Westen sind es nur halb so viele. Der Politologe Kai Arzheimer sieht in der Ablehnung von Migration das Hauptmotiv für die Wahl der AfD. Das sei in Ost und West so, im Osten aber aus mehreren Gründen viel stärker ausgeprägt. Es gibt tatsächlich in Ostdeutschland eine höhere Nachfrage nach einer sehr nationalistischen, fremdenfeindlichen Politik als in den meisten Regionen in Westdeutschland, was mit Sicherheit was zu tun hat mit den immer noch bestehenden Unterschieden in den Lebenslagen zwischen Ost und West, was mit der historischen Entwicklung zu tun hat vor der Wende und nach der Wende. Wir sehen, dass viele jüngere, gut gebildete Menschen tatsächlich in die alten Bundesländer gewandert sind. Wer sich an einer bunten Gesellschaft nicht stört, der zieht halt auch eher in die westdeutschen Großstädte, um es ganz vereinfacht darzustellen. Steffen Janich, der Wahlsieger aus der Sächsischen Schweiz, hat sich als sogenannter Corona-Rebell profiliert. Der Polizeiobermeister ist seit vorigem Jahr suspendiert. Gegen ihn läuft ein Disziplinarverfahren, weil er während des ersten Lockdowns zu einer unangemeldeten Demo aufrief und dann weder Maskenpflicht noch Abstände durchsetzte. Auch im Bundestag will er sich weiter für eine andere Corona-Politik engagieren. Wir wollen das Ganze den Ärzten überlassen. Hier muss endlich auch mal eine Diskussion von Fachärzten geführt werden, die auch kontrovers reden dürfen, wo dann natürlich im Schluss dann ein Ergebnis bei rauskommt, über das wir dann politisch entscheiden müssen. Auch im Wahlkreis Bautzen I hat die AfD ihre Dominanz behauptet. Carsten Hilse hat hier zum zweiten Mal das Direktmandat gewonnen. Auch er ist von Beruf Polizist, verharmlost vehement Klimawandel und Corona-Gefahren. Vor Ort fallen die Reaktionen auf den erneuten AfD-Erfolg gemischt aus. Glauben Sie, dass es jetzt gut ist für die Region, wenn die AfD so stark ist? Nee, weil man hat ja gemerkt von unserem Direktkandidaten, den wir jetzt hatten, die letzten 4 Jahre kam nichts zurück in die Region, außer Parolen. Und
die Direktkandidaten vorher waren besser. Da kam auch was zurück in die Region. Das ist so ein Thema, was ganze Familien auseinander driften lässt. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen vorsichtiger geworden mit unseren Äußerungen. Weil das kann richtig wehtun dann. Das ist richtig so. Finden Sie gut? Das finde ich gut, freilich. Warum? Ja, weil das so ist. Aber was sind das für Themen, die Sie gut finden? Ja, alle Themen finde ich gut. Bei Touristen in Bautzen herrscht Unverständnis vor. Zum Beispiel bei diesem Paar aus Bayern. Also wir sind jetzt hier ganz viel durchs Land gefahren, wohnen ja auch in der Nähe. Ich weiß nicht, warum die Sachsen denken, dass sie mit der AfD in irgendeiner Art und Weise in die Zukunft kommen können. Sie sollten vielleicht mal das Programm genauer lesen. Anhaltend stark im Osten, geschwächt im Westen und auf Bundesebene. Der Wahlausgang facht den Lagerkampf in der AfD neu an. Die extrem Rechten in der Partei fühlen sich durch die Erfolge im Osten gestärkt. Co-Parteichef Jörg Meuthen dagegen macht das Höcke-Lager und dessen radikale Positionen für die schwächeren Ergebnisse am Wahlsonntag verantwortlich. Ich glaube, dass man damit sehr stark die eigene Blase bedient, aber erhebliche Akzeptanzprobleme außerhalb der Blase hat. Und das hat Gründe, die wir analysieren müssen. Bei der Pressekonferenz am Montag ist die Spannung zwischen den Lagern deutlich spürbar. Die Gräben in der AfD sind tief. Man streitet über Strategie und Tonlage. Das Höcke-Lager sucht gezielt die Nähe zu Gruppierungen wie Pegida. 2 Wochen vor der Wahl in Dresden. Gib's mich nicht! Kurt! Runter her! Finger weg! Runter her! Finger weg! Runter her! Finger weg! Später wird der prominente Schlussredner gefeiert, Björn Höcke. Der Thüringer AfD-Chef nutzt seine Besuche bei Pegida gern für politische Feldversuche. Heute skizziert der Rechtsextremist, wie er sich den künftigen AfD-Kurs vorstellt. Staat und Zivilgesellschaft schwächen, damit die AfD den gesellschaftlichen Raum besetzen kann. Ich will euch auf eine kurze Tagtraumreise mitnehmen. Normal ist ein Deutschland, liebe Freunde, in dem die Menschen nicht mit Dauerpropaganda von Konzern- und Staatsmedien sowie einer steuerfinanzierten Zivilgesellschaft, wie die da drüben steht, manipuliert werden. In dem aus einem Linksstaat wieder ein neutraler Staat wird, in dem es keine Programme gegen links oder rechts oder gegen irgendwas gibt, liebe Freunde. Ob die gesamte Partei Höckes Kurs folgt, könnte sich schon bald entscheiden. Im Dezember wählt die AfD eine neue Parteispitze.